Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild aus dem New England Journal ist dieses CT-Bild, transvers Abdomen. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Pausiert. Frau Melliko, jetzt auch. Hier ist dieses Bild, dieses CT, transverse CT-Bild. Und was wir hier erkennen können, dies ist die Leber, hier ist Magen und auch Luft in unterschiedlichen Darmabschnitten. Und dann ist diese große Luftansammlung, die sollte eigentlich nicht da sein. Und das sieht aus wie Luft im Peritoneum. Und wenn wir ganz genau gucken, ist hier ein ganz dünner Bindegewebeabschnitt hier zwischen der Bauchwand und der Leber. Und es geht um eine 87-jährige Frau, die hat Vorgeschichte von Ulkuserkrankung, entwickelt abdominelle Schmerzen, Abfall im Blutdruck und wurde dieses CT-Bild gemacht und die Frage lautet, was ist dieses Ligamentum, das wir hier sehen können? Und da sind 5 im Angebot. Können wir uns, das Einzige, meine anatomischen Kenntnissen sind nicht mehr so toll, aber ich weiß, dass das Ligamentum falciparum, den linken Leberlappen von den rechten Leberlappen trennen soll. Der ist hinten und vorne. Und das Ligamentum Treitz ist das ein Stück Bindegewebe, das den 12-Fingerdarm betrifft. Und das ist ausgeschlossen. Und dieses Ligamentum ist, glaube ich, dasselbe. Und diese anderen waren mir halt nicht bekannt. So musste ich halt raten. Und dann habe ich gedacht, naja, linker Leberlappen sollte kleiner sein, der rechte ist größer und das könnte vielleicht Ligamentum Treitz sein. Und das war auch die richtige Antwort, da war ich sehr beruhigt. Ligamentum falciforum könnte sein. Und hier sehen wir das Ligamentum von hinten. Und dann können wir uns hier dieses andere Bild angucken, hier von vorne. Und da läuft es. Dann das Ligamentum falciformes und bildet dann letztendlich auch während der Entwicklung kommen die Paraumbilikalvenen hier durch und bei manchen Patienten mit Leberzirrhose können diese Wege wieder geöffnet sein und das kann man dann bei der körperlichen Untersuchung feststellen. Und oh Gott. Was ist denn dies jetzt? Gott. Muss da sein. Gott sei Dank. Weiß noch nicht, auf welche Knöpfe man jetzt drücken darf, ohne dass irgendein Theater passiert. Dann können wir uns diese anderen Möglichkeiten mal kurz angucken. Das Ligamentum suspensorium duodeni oder das Dreitsche Band ist hier gezeigt und mündet an einem 12-Fingerdarm, beschrieben von Vaclav Treitsch, wie ich das gelernt habe. Und hier ist eine andere Abbildung davon. Und dann können wir zum ersten Thema gehen im New England Journal. Und das erste Thema ist wieder das maligne Melanom. In den USA sind da ungefähr 80.000 neue Fälle von malignen Melanomen jedes Jahr. Die meisten werden früh erkannt, operiert und eigentlich dann kuriert. Aber bei den Menschen, die schon Metastasen haben, war die Lebenserwartung vor wenigen Jahren ungefähr 9 Monate. Und dies ist ein Beispiel. Dies sind lauter kardiale Metastasen an diesem verstorbenen Patienten. Und was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist, ungefähr die Hälfte von Patienten mit malignen Melanomen haben eine Mutation in BRAF. BRAF ist im Ablauf von MAP-Kinasen-Signaltransduktion und es geht um Aminosäure an Position
600, wo ein Valin sitzen soll und es gibt Austausche für andere Möglichkeiten. Das führt zu einer Aktivierung von BRAF und das soll zu der Aggressivität des Tumors beitragen. Uns ist bekannt, dass es mittlerweile auch Inhibitoren gibt von BRAF. Das nächste Enzym in dieser Kette ist MEK in der MAPK-Kinasen-Ableitung. Dafür gibt es mittlerweile auch eine Hemmmöglichkeit. Und was wir auch in vorigen Studien schon besprochen haben, sind diese immunologischen Checkpoint-Inhibitoren, die CTLA-4 ansprechen oder PD-1. Und um diese Sachen geht es hier in diesen nächsten beiden Arbeiten. Hier sehen wir diesen Ablauf durch unterschiedlichen Agonisten hier, Wachstumsfaktoren über RAS, das ist ein G-Protein, Aktivierung von BRAF, das bei dieser Mutation konstitutiv aktiviert ist, dann MEK, diese ERK-Kinase und dann Zellzyklus, Vermehrung, andere Sachen, die zur Krebsverbreitung beitragen können. Jetzt in der ersten Studie sehen wir eine bestimmte Strategie. Hier sind Patienten, die eine BRAF-Mutation hatten. Wir sehen, dass 91% haben diese VCE-Substitution und 9% hatten eine VCK-Substitution unter diesen Patienten. Und die sind behandelt worden mit einem BRAF-Inhibitor plus einem Inhibitor von MEK oder Placebo, um zu sehen, ob diese zusätzliche Hemmung diesen Patienten einen Vorteil bieten würde. Und ziemlich große Patientenzahl, multizentrische Studie, 438 in der doppelten Gruppe und in der Gruppe, die dabafenib alleine bekommen haben, sind 432. Wir sehen, dass die funktionelle Kapazität dieser Patienten eigentlich ziemlich erhalten ist. Und wir sehen auch die Anzahl von positiven Lymphknoten, die diese Patienten hatten und den Stadium der Krankheit, die sie sich befinden. Und wir sehen auch andere Abläufe und Behandlungsmöglichkeiten, die bei diesen Patienten schon angewendet worden sind. Und was wir hier auch sehen, ist, manche haben PD-1-Ligand oder Anti-PD-1-Therapie gleichzeitig erhalten oder schon erhalten und Anti-CTLA-4 ist auch vertreten. Aber was wir erkennen können, ist, dass diese doppelte Inhibition von dem MAP-Kinase-Ablauf bietet einen Vorteil für das Gesamtüberleben. Und Gesamtüberleben ist hier und rezidivfreies Intervall sehen wir hier und ungefähr ein 10% Unterschied. Und was wir auch sehen können, ist, die Lebenserwartung von diesen Patienten ist jetzt nicht mehr 9 Monate, sondern ein ganzes Stück darüber hinaus. Und wenn wir uns diese Untergruppen angucken, sehen wir, dass diese doppelte Therapie in allen Untergruppen zu sehen ist. Also das ist schon ein ziemlicher Vorteil. Jetzt die Nebenwirkungen bei dieser doppelten Behandlung. Es ging überwiegend um Abgeschlagenheit, Müdigkeit und die Entwicklung von Fieber. Aber sonst diese anderen Nebenwirkungen hielten sich in Grenzen. So sehen wir, dass diese Patienten mit malignen Melanomen, schwarzer Hautkrebs in Stadium 3 einen Vorteil hatten bei dieser Strategie, um BRAF und MEK zu inhibieren. Aber dies waren alle Patienten, die eine Mutation hatten in BRAF. Und das entspricht nur die Hälfte von Patienten mit malignen Melanomen. Und in der nächsten Studie gucken wir uns an, die Angriffspunkte. Es geht hier um Immun-Checkpoint-Inhibitoren, wie Checkpoint Charlie, Kontrollpunkt. Hier ist PD-1 und PD-LA, PD-1-Ligand. Was wir haben wollen, ist, dass diese lahmen T-Zellen diese Tumoren angreifen. Und darum wird dieser Punkt angegriffen.
um den auszuschalten. Auch der andere Checkpoint ist CTLA4 und dafür gibt es auch einen Inhibitor, das ist Ipilimumab. Also dies ist eine doppelte Antikörper, zwei Antikörper-Angriffspunkte. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, ist, wir schauen jetzt Patienten mit malignen Melanomen, Stadium 3, ist PD-1 als Angriffspunkt besser als CTLA-4 als Angriffspunkt. So wurden die Patienten hier randomisiert. Und was wir hier sehen, ist, ungefähr die Hälfte der Leute hatten Mutationen in BRAF und die andere Hälfte hatte keine Mutationen in BRAF. Das ist, was wir erwarten würden bei dem malignen Melanom. Und sonst die anderen Eigenschaften dieser Patienten sind hier abgebildet und waren in beiden Gruppen gleich. Und was wir hier erkennen können, ist, dass die PD-1-Strategie besser war als die CTLA-4-Strategie. Man würde sich vielleicht fragen, na, wie wäre es denn mit beiden zusammen? Das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann bald sehen. Aber dies galt für rezidivfreies Intervall. Hier gezeigt wurden die Patienten auch verteilt bezüglich, wie viel PD-1-Ligand sie exprimierten. Und das war auch ein Vorteil hier zu sehen, auch bei denjenigen, die wenig PD-1-Ligand exprimierten. Und wenn wir hier diese Untergruppen hier uns angucken, BRAF-Status zum Beispiel und andere Eigenschaften dieser Patienten, war dieser Vorteil in beinahe allen Untergruppen zu erkennen. Und hier waren die Nebenwirkungen wieder mal Müdigkeit und dann gastrointestinale Nebenwirkung, Diarrhoe, auch Leberenzymveränderungen waren vorhanden, aber eigentlich muss man behaupten, dass diese Therapie auch ziemlich gut vertragen wurde. Das dritte Paper im New England Journal ist wichtig. Es geht um Strategien, um Brustkrebs zu behandeln. Und wie Ihnen bestimmt bekannt ist, bei Patientinnen, die Brustkrebs haben, wo der Östrogenrezeptor exprimiert wird, die werden mit einer Antiöstrogentherapie behandelt, wie Tamoxifen oder ähnliches. Oder andere Möglichkeiten gibt es auch. Und die Frage ist, da diese Patientinnen jetzt eigentlich eine längere Lebenserwartung haben, wann kann man mit dieser Antiöstrogenstrategie letztendlich aufhören? Weil Knochenprobleme und andere Nebenwirkungen und diese Sachen sind auch nicht bei allen Patientinnen so einfach erträglich. So hat man hier 88 Krebsstudien ausgewertet in dieser Meta-Analyse, um diese Frage anzugehen. Und was wir erstens das Erfreuliche ist, viele Patientinnen 20 Jahre nach Brustkrebs sind sie noch da. Und was wir uns vielleicht vorstellen könnten, ist die Anzahl an Lymphknoten, die am Anfang betroffen waren, hat natürlich eine Auswirkung auf die gesamte Prognose nach 5 Jahren Östrogenrezeptorhemmung. Und keine Lymphknoten, positive Lymphknoten zu haben, ist besser als 1 bis 3 und das ist besser als 4 bis 9. Finde ich nicht besonders überraschend. Und Tod wegen Brustkrebs, auch wenn die Frauen 4 bis 9 Lymphknoten hatten, sind nach 20 Jahren mehr als die Hälfte noch da. Aber das ist auch nicht überraschend meines Erachtens, dass die Prognose verknüpft war mit der Anzahl an Lymphknoten, die positiv waren für Metastasen. Und dann können wir auch Tumorstadien uns angucken und da ist das Ergebnis im Prinzip das gleiche. Und Rezidiv von fernen Metastasen, hier geht es auch darum, was für ein Stadion diese Frauen waren am Anfang der Krankheit. Und so eigentlich, was wir hier sehen, ist bei Patienten mit einem günstigen Krankheitsbild, negative Lymphknoten oder wenige befallen und ein Tumorstadium, das niedrig war, bei denen nach 5 Jahren Absetzen dieser Therapie, 20 Jahre später, haben nur 10% Rezidiv.
Und bei Frauen mit einer ungünstigeren Ausgangswerte, was positive Lymphknoten und Tumorverbreitung anbelangt, also die Spannbreite liegt hier zwischen 10% und 40% Rezidiv in diesem Verlauf von 20 Jahren. Aber 60% haben dann auch noch das. Ja. €60 Ja. Kann man. Die Leute, die über 70 sind, das spielt ja auch noch eine Rolle. Oder 75. Ich frage wirklich, kann ich das zur Diskussion so, glaube ich, das ist praktisch, wenn die Patienten kommen. Das hat eine Auswirkung. Sie sind da die Expertin und die Zeitschrift liegt vor Ihnen. Und, ich wollte ja nur kritisch fragen. Ja. Das. Nämlich, es spielt vielleicht auch eine Rolle, wenn die Frauen über 65 Jahre alt sind, sollen die dann mit dieser Therapie belastet werden, wenn sie sowieso die Aussichten, 20 Jahre weiterzuleben, aus anderen Gründen vielleicht nicht so doll ist. Aber dies sind ja Studien, die gemacht worden sind, und da werden ja nur Professorenfälle ausgesucht, die am einfachsten zu behandeln sind. Das sind alle Leute, die krank oder alt oder andere Eigenschaften haben, die werden sowieso in diese Studien nicht reingelassen. Das wollte ich ja nur damit sagen, die muss man auch kritisch betrachten, was für Patienten waren das? Und das waren Studienpatienten, nicht die Leute, die man im wirklichen Leben dann begegnet. Das ist auch ein Problem. Aber hier sind in dieser nächsten Studie, da es eigentlich eine große Kohortenbeobachtungsstudie ist, sind alle mit eingeschlossen. Und es geht darum, Klappenersatz, Aortenklappenersatz und Mitralklappenersatz. Im Prinzip zurzeit haben Chirurgen und vielleicht weniger Patienten die Wahl auszuwählen, will ich jetzt eine mechanische Klappe kriegen oder will ich eine Bioklappe kriegen, hat einen Unterschied, in wie viel Antikoagulation man haben muss. Da sind auch Unterschiede, wie lange die Klappen halten. Sind auch Unterschiede, was das Schlaganfallrisiko ist und auch Unterschiede im Hirnblutungsrisiko bezüglich der Antikoagulation, die für diese Klappen kriegen meistens eine doppelte Antikoagulation. Ist alles ziemlich fraglich. So hat man in Kalifornien hier Tausende von Patienten nach Klappenersatz ausgewertet und geguckt, was haben die gekriegt, in welchem Alter und was ist mit diesen Patienten dann über 30 und bis 40 Jahre passiert oder solange die Beobachtungszeit war 20 Jahre, ein bisschen weniger als 20 Jahre. Es war nicht eine Randomisierung. Es war keine Randomisierung. Es kann sein, und dann ist auch die Frage, was für eine mechanische Klappe waren dies? Ich glaube nicht, dass das noch Star-Edwards-Klappen waren. Das waren wahrscheinlich Klappen mit mechanischen Flügeln anstatt so einer Kugel. Und was für biologische Klappen es waren, ob das Schweineklappen waren oder Klappen von humanen verstorbenen Spender oder das wird hier auch nicht ausgewertet. Wird einfach gesagt, mechanisch versus biologisch. Und was wir hier erkennen können, ist, hier ist Mitralklappe und Aortenklappe. Und eigentlich sehen beide hier ziemlich gut aus. Hier sind Patienten 45 bis 54 bei der Klappenersatz und hier sind ältere Patienten 55 bis 64. Und was wir hier sehen, ist, dass das Risiko mit einer biologischen Prothese ist höher bei den jüngeren Patienten, dass da irgendwas passiert. Und dann mit zunehmendem Alter fällt das ab. Und bei Aortenklappen ist das im Prinzip auch so. Aber bei Mitralklappen scheint das Risiko so sich zu nivellieren oder besser zu sein bei einer biologischen Klappe, wenn die Leute schon 70 Jahre alt sind. Und bei den Aortenklappen ist das eher. Und wenn wir uns dann hier Mitralklappen uns angucken, was ist das Risiko mit einer Bioklappe, dass man ein Problem hat und dass man nochmal operiert werden muss oder ist das höher mit den biologischen Klappen im Vergleich zu den mechanischen Klappen, aber bei den jüngeren Patienten. Und bei den älteren Patienten
Wenn die biologische Klappe nur 10 Jahre hält und der Patient ist sowieso schon 70, dann ist das, spielt das vielleicht nicht nur so eine große Rolle im Vergleich zu einem Patient, der 40 ist, der jetzt eine biologische Klappe kriegt. Und hier bei Patienten mit 70 zu 79 sehen wir hier keinen Unterschied. So deuten die Daten, dass man Alter des Patienten berücksichtigen soll, um eine Entscheidung zu treffen, ob der Patient besser versorgt ist mit einer biologischen Klappe im Vergleich zu einer mechanischen Klappe oder andersrum. Und es stimmt schon, die Leute mit den mechanischen Klappen, die eine stärkere Antithrombose-Therapie brauchen, haben natürlich, wie man erwarten würde, ein größeres Risiko, Hirnblutung zu haben und ähnliche Sachen. In jedem Fall mit einer mechanischen Klappe war die Wahrscheinlichkeit, dass man reoperiert werden muss wegen Klappenversagen, war weniger häufig im Vergleich zu Bioklappen, aber das Blutungsrisiko war höher, als man auch erwarten würde. Nächstes Thema. Es geht um Anwendung von Blutkonserven. Wie alt dürfen Blutkonserven sein, und es ist es der Fall, dass Leute, die alte Erythrozyten kriegen, schlechter dran ist als Leute, die frische Erythrozyten kriegen. Und man würde wohl vermuten, dass frisch ist besser als alt, aber man will diese Blutkonserven nicht alle in Müll schmeißen. Und dies ist natürlich ein Problem, weil Blutkonserven sind teuer und man braucht Spender und man muss lauter Sicherheitssachen berücksichtigen und man schmeißt alte Blutkonserven ungern weg. Und das Problem ist, es sind schon viele Studien zu dieser Fragestellung hier durchgeführt worden, aber das Problem ist, dass die Leute nicht besonders gewarnt waren. Und man könnte sich vielleicht vorstellen, wenn die Leute jetzt auf Intensivstationen sind und einen hundsmiserablen Apache-Score haben, dass die vielleicht schlechter gedient sind, wenn sie alte Erythrozyten kriegen in Gegensatz zu frischen Erythrozyten. Also das war die Fragestellung. Haben wir nicht ein ähnliches Paper, das gezeigt hat, dass es keinen Unterschied gibt? Ja, wir haben schon Studien angeguckt, dass mit ähnlichen Fragestellungen, und die haben gezeigt, dass da kein Unterschied ist. Aber die Leute waren nicht so krank wie dieses Patientengut. Und das ist im Prinzip der Gag hier. Aber wenn wir uns hier das angucken, die frischen Erythrozyten waren 12 Tage alt und die alten Erythrozyten waren 23 Tage alt. Die Spannbreite hier ist meines Erachtens relativ schmal, obwohl da sind natürlich dieses Standarddeviationen, aber eigentlich der im Durchschnitt war der Unterschied zwischen den frischen und alten Erythrozyten nur 10 Tage. Aber auf alle Fälle sehen wir hier, Gott sei Dank, was Erythrozyten anbelangt, kein Unterschied. Ohne Rücksicht auf SOFA und Apache-Score und diese Sachen sind alle statistisch nicht signifikant. Und wenn wir uns Wahrscheinlichkeit von Überleben angucken, bis auf 250 Tage nach der Transfusion, sehen wir hier keinen Unterschied, Gott sei Dank, zwischen den 10 Tagen Erythrozyten im Vergleich zu den 20 Tagen Erythrozyten. Haben sich alle gefreut. Übersicht, New England Journal, total wichtig. Es geht, wir wissen ja, dass bei monogenen Erkrankungen sind Reparaturgene häufig vertreten. Und das ist ein Fach für sich, zu lernen, wie diese Reparaturgene funktionieren. Jedes Mal, wenn wir eine Zellteilung haben, aber dieses Risiko, die DNA-Stränge werden abgelesen und da passieren natürlich viele Fehler und wir haben eine Reihe von Schutzmechanismen, um diese Fehler wieder auszuplätten, so dass wir nicht in irgendeine Bredouille landen. Und dies ist, glaube ich, ein wichtiger Übersichtsartikel, der ist auch interaktiv, so wenn Sie in die Zeitschrift reingehen, da können Sie diese Dinge anklicken und sehen, wie diese Gene funktionieren. Das konnte ich leider hier nicht nachmachen. Aber eine Möglichkeit ist Basenpaar-Exzision oder auszuschneiden. Das sind Enzyme, die dafür verantwortlich sind. Und wenn die mutiert sind, passieren lauter furchtbare Sachen.
Und überwiegend sind das neurologische Erkrankungen, die mit Neurodegeneration zu tun haben, die familiäre Adenomatosis polyposis ist hier vertreten, mit diesem Gen, das eigentlich den Zweck dient, um hier Basenpaar-Exzisionen durchzuführen. Aber sonst sind dieses alles neurologische Syndrome. Nächste Möglichkeit ist Fehlpaarung in DNA-Doppelsträngen oder sogenannter Mismatch Repair. Dies ist besonders wichtig, weil diese Mutationen führen zu hereditären Kolonkarzinomen ohne Polyposis, das sogenannte Lynch-Syndrom. Das ist ziemlich häufig und darum bei jüngeren Patienten mit Kolonkarzinomen müssen wir immer die Amsterdam-Kriterien anwenden, um zu sehen, ob dieses vielleicht vorhanden ist. Nämlich man kann durch Biopsie von den Polypen, durch Mikrosatelliteninstabilität dieses feststellen, ob einer dieser Mismatch-Repair-Gene, sind vier Stück von denen, dafür verantwortlich sind. Dann sind dann auch hier ein paar andere Syndrome. Gott sei Dank sind diese Sachen nicht, Ataxia telangiectasia ist nicht so unhäufig. Gott sei Dank rar, aber es ist wenigstens bekannt, was das ist. Das hat auch mit Fehlpaarung in DNA-Doppelsträngen zu tun. Dann Nukleotid-Ausschneidung. Wieder sind hier neurologische Syndrome zumeist vertreten, mit der Ausnahme von der Fanconi-Anämie. Ziemlich interessantes, rares Krankheitsbild und spielt auch eine Rolle bei Brustkrebs, dieser Mechanismus. Und bei diesen BRCA1 und BRCA2-Gene geht es um homologe Rekombination und wie das repariert werden muss und aufrechterhalten muss. Und diese beiden Gene sind dafür verantwortlich. Und wie Sie wissen, ist das ein wichtiges Thema. Und über die müssen wir Bescheid wissen. Diese anderen Sachen sind weniger häufig. Aber dieser Mechanismus, der mit Fanconis Anämie zu tun hat, spielt auch eine Rolle bei diesen Reparaturgenen. Dann nicht homologe Zusammenknüpfung. Bin ich da auch kein Experte. Diese unterschiedlichen Syndrome sind da vertreten. Und dann Interstrang Crosslink Reparatur. Und hier sind auch Krankheitsbilder, die damit einhergehen. Man muss wissen, dass es diese Sachen gibt. Und bei den häufigeren Lynch-Syndrom und Brustkrebs sollte man wissen, dass diese Sachen dafür verantwortlich sind. Dann wollte ich noch darauf aufmerksam machen, diese ganze Geschichte mit familiären Mammakarzinomen war im Deutschen Ärzteblatt auch erwähnt. Und wie diese Reparatur von dieser homologen Rekombination stattfindet und wie komplex das ist, wird in dieser Arbeit betont. Sollten Sie vielleicht einen Blick darauf werfen, wie das funktioniert, Interaktion von diesen unterschiedlichen Bestandteilen. Und wenn das nicht richtig funktioniert, hat man ein Risiko, um Brustkrebs oder Ovarialkarzinom zu entwickeln. Und warum dies eine Rolle spielt bei PARP, dieser Angriffspunkt, ein PARP-Inhibitor anzuwenden bei Patientinnen, die diese Mutationen tragen, wird in diesem Übersichtsartikel auch erwähnt und die Kernaussagen, die Sie wissen sollten, dass 5-10% aller Mammakarzinome sind monogen bedingt und mit diesen Patientinnen und auch Patienten muss man ja besonders umgehen, sodass die Bescheid wissen und die besten Aussichten haben durch die Therapien, die uns zurzeit gegeben sind. Dann hier ist ein Fall im New England Journal. Sie sollten über Compartment-Syndrome etwas wissen. Und wie Sie hier sehen, dieser Patient kam in eine Notaufnahme mit diesem Arm. Der war drogensüchtig und war ungeschickt auf seinem Arm gelegen irgendwo. Und diese ganze Areale ist hier, sieht schon nekrotisch aus, wenn wir uns diese Fingerspitzen angucken.
Das ist ein chirurgischer Notfall, wo dies aufgemacht werden muss, um die Durchblutung wiederherzustellen, sodass diese Leute nicht ihre Glieder dann verlieren durch Ischämie und Loss to Follow-up, hätten wir uns vorstellen können. Na gut. Dann der Fall im New England Journal, geht es um diesen 76-jährigen älteren Herrn, der entwickelt Beschwerden über wenigen Wochen und hat Appetitlosigkeit und verminderte Energie und geht zum Doktor und kriegt unterschiedliche Behandlungen. Man weiß nicht genau, was mit ihm los ist, hat eine große Palette an Labortests werden hier gemacht. Ich habe sie ja auch aufgelistet, aber das Wichtige geht es um Lumbalpunktionsbefunde, nämlich beim Tag der Aufnahme ist er auf einmal hingefallen, also im Badezimmer, und hat sich auch im Kopf verletzt und war ohnmächtig. Und dann wurde er so zum Krankenhaus gebracht. So haben wir hier einen ziemlich kurzen Zeitverlauf, wo dieser Patient im Prinzip irgendwas mit einer veränderten Hirnfunktion entwickelt, sodass er ohnmächtig wird. So scheint dies irgendeine Form von Enzephalopathie zu sein. Und wenn wir uns diese Lumbalpunktion hier angucken, also Liquor ist klar und sehr wenig Zellen, 4 Erythrozyten ist noch okay. Anzahl an weißen Blutkörperchen, kernhaltigen Zellen ist 500, sollte nur 5 sein. Also dies sieht nicht aus wie eine bakterielle Meningitis, aber ist klar nicht normal. Und wenn wir uns die Zellverteilung angucken, 47 Neutrophilen, 39% Lymphozyten, Glukosespiegel ist okay, aber die Menge an Protein im Liquor ist verdoppelt auf 102 Milligramm pro Deziliter. Also wir haben klaren Liquorbefund, der nicht normal ist, aber es sieht nicht so aus wie Tuberkulose, sieht auch nicht so aus wie bakterielle Meningitis. Und die Frage ist, was könnte dies sein? Und das, heutzutage haben wir ja diese wunderbare Bildgebung und Unterschied zwischen Flare und T2-Gewichtung weiß ich auch nicht, aber dieses weiße Zeug sollte wohl nicht da sein und darum sind auch Pfeile darauf gerichtet. Da sind Unterschiede in Intensität hier vorhanden, aber im Prinzip ist diese Hirnmaterial ist hier diffus involviert, so muss dies irgendeine Enzephalitis, Entzündung des Gehirngewebes sein, das relativ kurzfristig auftritt in diesem älteren Herrn. So wird das hier jetzt von diesen Experten diskutiert. Mentaler Status, ja, nicht okay, wurde ohnmächtig und war dann verwirrt und ist auch nicht wieder aufgewacht, was dann auch erwähnt wird. Temperaturerhöhung, ja, aber nicht sehr, hat keinen Krampfanfall gehabt. Wir müssen uns auch überlegen, könnte dies vielleicht degenerativ sein? Hat dies irgendwas zu tun mit Mad Cow Disease oder so, Prion-Erkrankung oder so? Dafür ist es aber ziemlich akut. Und diese Veränderungen hier werden jetzt gejagt mit Anzahl an Leukozyten und MRT-Veränderungen. So scheint dies eine Enzephalitis zu sein. Da können wir uns überlegen, was für Enzephalitiden sieht man in dem Bundesstaat Massachusetts in älteren Herren. Und eines, was hier in Frage kommt, Gott sei Dank nicht hier in Berlin, so viel ich weiß, ist West-Nile-Virus-Enzephalitis. Und da wird hier auch gezeigt, der Zeitverlauf von Viremie, der war ungefähr 2 Wochen krank, dann virale Replikation, PCR-Anwendung hier, um die Diagnose zu stellen und dann Anstieg in IgM-Antikörper und IgG-Antikörper gegen dieses Virus. Leider gibt es dafür keine Behandlung. Und dieser arme Mensch ist auch verstorben. Und dies ist ein Fall von West-Nile-Enzephalitis. Was mich ein bisschen irritiert hat bei diesem 76-jährigen Menschen, den haben sie auch noch auf eine Beatmungsmaschine gesteckt. Vielleicht nicht so schlimm, akut, aber nach 2 Monaten ist er nicht besser geworden. Dann ist er dann noch Clostridium difficile gekriegt und dann haben sie nach 2 Monaten das mit den Verwandten diskutiert und letztendlich
haben sie dann die Intensivstation Maßnahmen abgesetzt. Aber dieser arme Mensch musste diesen Horror, hoffentlich hat er es nicht erlebt, aber 2 Monate lang ist er so behandelt worden. Interessanter kleiner Durchblick im New England Journal. Es geht hier um die Möglichkeit einer Xenotransplantation, das heißt Transplantation von Schwein auf Mensch. Und das wird ja schon mittlerweile 20 Jahre bearbeitet. Aber wir haben jetzt Methoden, um das Gewebe von dem Schwein mit dem Menschen eher vereinbar zu machen. Und einer der Probleme, das wir haben bei einer Xenotransplantation, ist die Transplantation von Retroviren, die alle Säuger irgendwie haben, von Schwein auf Mensch. Und wir wollen deren Retroviren nicht haben. Mittlerweile wissen wir genau, wie viele Retroviren die haben. Das heißt Porcine Endogenous Retrovirus und das wird PERV abgekürzt. Also was man gemacht hat, ist, man hat CRISPR-Cas9-Methodik angewendet, um diese Retroviren aus den Zellen des Schweins rauszuschneiden. Man kann ja Fibroblasten, das sind Hauszellen, einfach gewinnen, die kann man auch in Kultur dann bearbeiten, und man hat eine Methode angewendet, um alle 80 PERVs aus diesen Schweinezellen rauszunehmen. Das war ein Science Paper wert vor 2 Jahren, dass man das könnte. Dann hat man von diesen Fibroblasten ein neues Schwein kloniert, das vielleicht für die Transplantation dann in Frage kommt. Und hier ist es, war auf dem Deckblatt in Science, CRISPR Pigs, sieht süß aus und hat keine Schweine-Retroviren. Jetzt, wenn wir die Retroviren ausnocken können, dann können wir auch HLA, Integrine, Oberflächenmoleküle und alles Mögliche entweder ausnocken oder vermenschlichen. Und ich glaube, das wird irgendwann die Zukunft sein, werde ich vielleicht nicht miterleben, aber Sie doch. Also, jetzt gehen wir zur Lancet. Und was wir hier sehen, das erste Lancet-Paper ist ein Vergleich von den 2 Papillomavirus-Impfstoffen, die wir jetzt haben. Eines ein bisschen ausführlicher als das andere. Und die sind hier verglichen oder in dieser Langzeitbeobachtungsstudie, wo diese geimpften Frauen dann beobachtet worden, ob sie zervikale Veränderungen haben und ob sie Antikörper gegen diese Viren entwickeln und was die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Cervixkarzinom, Gebärmutter, Hals Krebs vorbeugen könnte, und darum zeige ich das. Und im Prinzip finde ich dies toll. In Blau ist das etwas ausführlichere, modernere der Impfstoff, und beide sehen eigentlich ziemlich gut aus. Und wenn wir uns das angucken, Frauen von allen Erdteilen sind hier untersucht worden und deren Privatleben wird hier auch dargestellt, das können Sie dann selber angucken. Aber unterm Strich sieht es so aus, als mit den Impfstoffen, die wir haben, nur von das Impfen von Frauen, man könnte ja auch die Jungs impfen, nämlich die übertragen ja dieses Virus auch zu anderen Menschen. Man könnte mindestens 90% von allen Fällen von Cervixkarzinom vorbeugen. Und das finde ich eine wunderbare Entwicklung. Dann das nächste Paper in Lancet ist auch interessant. Sie werden sich daran erinnern, dass eine mögliche Therapie für Hypertonie ist die Nierennervenablation durch einen Katheter. Und das war ja ein heißer Renner in den letzten 10 Jahren, bis eine randomisierte, kontrollierte Studie im New England Journal gezeigt hat, dass das doch nicht so versprechend ist, wie man dachte. Aber dann die Europäer meinen, die Amis sind zu doof, um dieses richtig durchzuführen. Viel Verwirrung. Jetzt gucken wir uns eine zweite Studie an. Jetzt in der Studie im New England Journal, die ist richtig gemacht worden, denn die Placebo-Gruppe hat tatsächlich den Katheter gekriegt. Und die Patienten und die Ärzte, die dann diese Patienten nachuntersucht haben, haben nicht gewusst, wer in Wirklichkeit abladiert worden ist oder nicht. Aber der Placebo-Effekt, dass man kathetert wird, war nichtdestotrotz vorhanden. Also diese Studie ist auch in einer ähnlichen Art und Weise durchgeführt. Und es geht hier um Patienten, die noch nie für Hochdruck behandelt worden sind, was auch noch nicht gemacht worden ist.
Und darum finde ich es interessant. Und wie wir sehen, dies ist im Prinzip ein Lasso-Katheter, Spiral Multi-Electrode Radio Frequency Catheter, was dann die ganze Gefäßwand von der Nierenarterie hier verbratet. Sieht schon ziemlich schick aus. Und hier sind die Patienten, kleine Patientenzahlen. Es ist ja im Prinzip eine Pilotstudie, um zu sehen, ob das Konzept hier wirklich funktionieren kann. Aber diese Leute sind eigentlich noch nie behandelt worden. Und was wir hier sehen, in der Gruppe, die denerviert worden war, hier sind ja 38, hier sind 42. Und in der Polyklinik hatten sie einen Blutdruck von 160 zu 100. Und dann haben sie auch alle 24 Stunden Blutdruckmessungen gekriegt, 153 zu 99. Also die waren schon hyperton, muss man schon zugeben. Und hier sehen wir die Ergebnisse, 24-Stunden-Blutdruckmessungen oder Messungen in der Ambulanz. Und blau sind die denervierten Patienten und rot sind die Placebo-Patienten und blau schlägt rot. Und man kann sich fragen, okay, in 24-Stunden-Blutdruckmessungen ist diese 4 mm Hg, ist dieser Unterschied, lohnt sich das? Aber er ist signifikant und ist da. Und hier in den ambulanten Messungen, so wie das in den Praxen gemacht wird, sieht das ein bisschen eindrucksvoller aus. Aber dies ist eine Beobachtung nur nach 3 Monaten. Ich bin interessiert, wie das dann aussieht in einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz, da ist ein Behandlungseffekt. Und diese Studie ist wenigstens gründlich gemacht worden, indem alle Patienten die invasive Therapie eigentlich unterzogen worden sind. Und dann können Sie sich hier die Details und die Signifikanz dann selber angucken. Und wenn wir dann die Patienten unterteilen, es werden ja nicht alle besser. Hier sind die Kontrollen. Genauso viele haben einen Blutdruckanstieg gehabt wie Abfall. Aber in den behandelten Katheter-denervierten Gruppe sind die grünen Streifen mehr als die roten Streifen. Und das hat die Leute natürlich hoch erfreut. So sieht es vielleicht so aus, als würde diese Therapie, diese Maßnahme wieder zurückkehren, wenigstens in einem bestimmten Rahmen. Aber gab es Nebenwirkungen bei der Invasiventherapie? Bitte? Gab es Nebenwirkungen bei der Das ist eine gute Frage und es scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Aber die Zahlen sind klein und es kann ja auch sein, dass man eine Thrombose oder irgend sowas entwickelt, aber das war hier nicht der Fall. Und in der nächsten Studie hat mich so interessiert, ich zeige Ihnen mal Botswana. Botswana ist ein Land in Afrika, das ist hier. Die haben auch ganz interessante Tiere da. Gras scheint ganz gut zu sein, diese Zebras sind nicht mager. Und Botswana ist ein einzigartiges Land, das war vereint mit Südafrika, aber die Botswana haben sich von Südafrika freigemacht. Das sind echte Afrikaner, das sind schwarze Menschen. Und Botswana hat unterschiedliche Nachteile, ist kein Gold, sind keine Diamanten, ist kein Öl, sind keine Religionskriege und es ist eine Demokratie. Tatsächlich eine Demokratie, die wir verstehen würden. Die haben ein Parlament und die Mitglieder und die haben einen Präsidenten und es haben auch ein Oberhaus und es ist eine Demokratie, die den Menschen gewisse Freiheiten anbietet, die sonst in Afrika nicht der Fall sind. Also das Paper geht um neonatale Mortalität von Kindern unter 5 Jahre und hier ist die Karte von Afrika und hier unterm Äquator sehen wir viele dunkle Punkte und wo die Mortalität ziemlich hoch ist. Und da ist Botswana. Und eines, was wir hier sehen, Complete Birth History. Also die passen auf. Und bei jeder Geburt in Botswana kriegen tatsächlich die kleinen Babys eine Akte angelegt und man weiß, was mit denen passiert. Und da gucken wir uns hier, was passiert. Und alles, was rot ist, ist hier schlecht. Und alles, was nicht so rot ist, ist hier unten. Und Botswana steht ziemlich gut da, mit einer
Mortalität von Kleinkindern, was sich sehr in Grenzen hält hier unten im Vergleich zu diesen Ländern hier oben, die alle ziemlich ausbeuterische Diktaturen sind mit viel Bürgerkrieg und Religionsfanatismus und alles andere Mögliche. Und dann, wenn wir uns gucken, was sind die Voraussichten, dass ein afrikanisches Land die Ziele erreicht, die die WHO möchte, und das Einzige, was aufleuchtet, ist wieder mal Botswana. So fand ich das interessant. Das wurde aber nicht erwähnt und eher machen die Autoren darauf aufmerksam, wie die Europäer und die Nordamerikaner sollten doch wirklich hier irgendwas tun für die Menschen. Aber es hat mich interessiert, dass das einzige demokratische Land, das mir bekannt ist in Afrika, hat ein Gesundheitssystem aufgestellt, das anscheinend funktioniert. Dann Übersicht in Lancet. Eines geht es um Glaukom und das sollten Sie mal angucken und wie das dann im Augenspiegel anguckt, ist das chronische offener Winkelglaukom ist hier abgebildet und die schöne Bildgebung, die die Augenärzte jetzt vorhanden hat, um das alles zu beobachten und der Schlemmsche Kanal und wie das Flüssigkeit hier in der vorderen Kammer hier abgetragen wird und das ist alles hier gezeigt und diese Bildgebung, die man durchführen kann und was passiert mit dem Sehnerv, wenn man Druckerhöhung hat durch einen geschlossenen Winkelglaukom und schöner Übersicht darüber. Was er vielleicht mittragen sollte, ist, dass mit dem offenen chronischen offenen Winkelglaukom sind die Drücke, die wir gemessen gelernt haben mit einem Schiottonometer, sowas wird ja natürlich nicht mehr angewendet, Gott sei Dank, aber viele dieser Patienten haben keinen erhöhten Augendruck, der feststellbar ist und das führt dann zu Kontroversen. Ich glaube, in Deutschland wird das immer noch nicht von den Kassen vergütet, dass man chronische Untersuchungen hat, um nach diesem Glaukom zu fahnden, was die Augenärzte natürlich irritiert. Und das geschlossene Winkelglaukom ist ein Notfall, der ein ophthalmologischer Notfall, der sofort behandelt werden sollte. Und natürlich gibt es unterschiedliche GWAS-Studien, die irgendwelche Gene gefunden haben bei dem offenen Winkelglaukom, aber wenn man guckt, was ist eigentlich die Auswirkung von diesen Genvarianten, sind die eher bescheiden. Dann der nächste Übersichtsartikel in Lancet geht es um kongenitale adrenale Hyperplasie und das müssen Sie alle selber angucken. Erstens der historische Verlauf, sowas interessiert mich, Sie vielleicht weniger und dann letztendlich die Entdeckung dieser ZYP-Gene und genau was die alles machen und der biochemische Ablauf ist eher bekannt. Das ist ja alles ziemlich verwirrend, müssen Sie angucken. Gibt auch schönere Abbildungen dazu, aber wie diese Sachen synthetisiert werden von Cholesterin zu den Zwischenstufen Progesteron und wie dann Aldosteron und Corticosteron zustande kommen und letztendlich Cortisol und die sämtlichen Gene, die dafür verantwortlich sind, die Enzyme betreiben, überwiegend ZYP-Gene, die dann zu dieser Synthese führen. Und dann unterschiedliche Syndrome, die 21-Hydroxylase ist die häufigste, das habe ich schon gesehen, und dann ist die 11-Beta-Hydroxylase und 17-Alpha-Hydroxylase und diese anderen Sachen hier, diese beiden Formen führen zu Hochdruck, weil der Aldosteronablauf dann favorisiert wird und 21-Hydroxylase eher nicht und Cortisol wird da auch nicht synthetisiert und Sie können sich diese klinischen Eigenschaften hier selber angucken und wie diese Kinder dann aussehen, die sind 21-Hydroxylase-Mangel mit diese Veränderung dann in Geschlechtsteile, die dann vielleicht bei der Geburt oder im jungen Alter zur Verwirrung führen und darauf aufmerksam machen, dass hier irgendwas nicht richtig abläuft und wie man diese Leute dann behandelt mit 21-Hydroxylase, dass man den richtigen Hormonersatz dann verordnet und dann noch kurz über die 11-Beta-Hydroxylase-Mangel und warum das zu Hochdruck führt. Oh Gott.
17 Alpha-Hydroxylase habe ich ja auch dargestellt, wie das dann zur erhöhten Aldosteronproduktion dann führen muss. Und das können Sie sich selber alles angucken. Im Bild war ein junger Schüler. Nö, das ist ein Mädchen. Das ist, das nennt man auf Englisch ambiguous genitalia. Wie würde man das auf... Nein, das ist nicht Zweigeschlechtlichkeit. Das ist eigentlich ein Mädchen, die zu viel Androgene produziert und das führt zu dieser Klitorishypertrophie. Und das ist häufig bei der Geburt schon, kann man das bemerken. Und den deutschen Ausdruck für ambiguous genitalia im Moment weiß ich das nicht, aber das können Sie dann selber nachschlagen. Also es geht hier um eine 76-jährige weibliche Patientin und die steckt die Zunge raus. Und eines, was man sich merken kann, ist, die Zunge zeigt immer zu der Seite der Läsion. Das ist schon praktisch zu wissen. Und das Zweite ist, wenn sie die Zunge rausstecken kann, dann ist sie wach und wahrscheinlich aufmerksam, weil sie den Befehl steckt, die Zunge raus, folgen konnte. Das ist wichtig zu wissen. Nämlich, dies muss ja irgendein Hirnstamm oder periphere Hypoglossusparese sein. Und dann sind hier im Angebot zerebrale Blutung. Das würde ich eigentlich nicht denken, nämlich mit einer zerebralen Blutung. Hirnstamm ist ein ziemlich kleines Gewebe und wenn es schlimm genug ist, um eine Hypoglossusparese zu machen, dann sind die Leute wahrscheinlich nicht wach und dann können sie nicht die Zunge rausstecken nach dem Befehl, steck bitte die Zunge raus. Das würde ich nicht auswählen. Reaktion auf Influenza-Impfung halte ich auch für Schnulli. Influenza-Impfung vor 15 Jahren wurde mutmaßlich angeschuldigt, Guillain-Barré-Syndrom auszulösen. Das war ein Impfstoff gegen H1N1, aber dann wiederholte Therapien dieser Art haben keinen Guillain-Barré ausgelöst. Das finde ich auch unwahrscheinlich. Und Guillain-Barré-Syndrom, wenn das Hirnnerven involviert, das heißt Miller-Wilson-Syndrom, dann können die Leute meistens auch nicht atmen und das ist ja schwerer. Dann Metastasierung von Brustkrebs zum Hirn Schädelbasis. Das könnte vielleicht zu einer peripheren Hypoglossusparese führen und da würden die Leute noch wach sein. Und das würde ich auswählen in diesem Fall. Und das war auch so und da, hier in dieser Bildgebung können wir uns das angucken. Und die hatte einen kleinen Brusttumor, der tatsächlich metastasiert war, so dass sie mit diesen Beschwerden sich dann vorstellt. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Nächste Woche geht's weiter.